Hallo, gerade noch in Goch und jetzt mal eben die 130 Kilometer rüber nach Bergkamen. Hier an der Oldtimer-Remise Gut Keinemann fand für dieses Jahr die letzte Veranstaltung statt. Ein Oldtimer-Treffen mit Weihnachtsmarkt. Gott sei Dank spielte auch das Wetter mit. Es war ein kalter, aber sonniger Tag und so war es dann am Nachmittag auch richtig voll auf Gut Keinemann. Thomas Albrecht Tiedemann hatte sich für den zweiten Advent etwas einfallen lassen. Neben den Oldtimern und US-Cars ein kleiner Weihnachtsmarkt, Kunsthandwerk, Live-Musik und natürlich gab es auch Punsch und leckeren Glühwein. Wenn ich das Jahr Revue passieren lasse, so hat sich hier einiges getan. Die Renovierungsarbeiten schreiten voran und die ersten Gebäudeteile sind vermietet. Vor allem aber ist es gelungen, Gut Keinemann zu einem beliebten Treffpunkt für Autofans zu etablieren. Mittlerweile trifft sich hier die ganze Szene. Oldtimer, US-Cars, Youngtimer-Treffen. Und einige Sonderveranstaltungen wie Blaulicht- oder Manta-Treffen fanden 2016 hier statt. Ich bin jetzt schon gespannt, was uns das neue Jahr bringen wird. Hallo. Hallo. Es war kalt und so waren die Feuertonnen wohl die beliebtesten Plätze an diesem Tag. Aber nicht nur bei den Feuertonnen gab es Rauch. Julia ließ mit ihrem Dodge eine Menge Gummi auf dem Platz. So, das waren für dieses Jahr die letzten Bilder vom Gut Keinemann.
Es war eine gelungene Abschlussveranstaltung. Wir sehen uns hoffentlich alle im nächsten Jahr wieder. Ich wünsche euch allen ein frohes und besinnliches Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ganz besonders dem Thomas und der Rascha. Ihr habt viel geleistet in diesem Jahr, genießt also die Feiertage. Ich sage Tschüss bis 2017, euer Horst.